Ja, mein Name ist Matthias Kneipp. Ich sitze gerade in meiner Wohnung in Regensburg. Ja, wie so viele bin ich unfreiwillig zu Hause und ich finde gerade die Poesie bietet sich an als Fluchtweg aus dieser Quarantäne und hinaus in die weite Welt der Gedanken. Und ich möchte euch heute ein paar Liebesgedichte vorstellen. Wie sind diese Gedichte? Warum habe ich eigentlich angefangen, früher mal Liebesgedichte zu schreiben? Es gab folgende Situation. Ich war in einem großen Kaufhaus und eine Frau mit ihrem Mann, Einkaufswagen, Kind saß drin, ist am Joghurtregal vorbeigefahren und plötzlich zieht die Frau aus dem Regal einen Joghurt und sagt: Oh Schatzi, ich liebe diesen Himbeer-Maracuja-Joghurt. Und da hat der Mann etwas komisch geschaut und dann ist sie auch erschrocken und hat ihn geküsst und hat gesagt: Ach, dich Schatzi liebe ich natürlich auch. Aber ich musste etwas lachen, weil sowohl der Joghurt als auch der Mann mit dem Wort lieben verbunden waren. Und ich habe mich gefragt, was liebt man eigentlich alles so in seinem Leben? Und da sind verschiedene Gedichte entstanden. Und da stelle ich euch jetzt mal ein, zwei vor. Und das erste geht über meine ganz große Liebe, nämlich liebe Schokolade. Liebe Schokolade. Du hast es gut, liebe Schokolade. Du wirst nicht alt und grau, einsam und verbittert. Du nicht, liebe Schokolade. Du bleibst jung, weil du süß bist und geliebt wirst von mir. Teddybär. Teddybär, komm mal her. Bin allein, brauch dich sehr. Kannst nicht gehen, armer Bär, kannst nicht sehen, armer Bär. Hab dich lieb, wer ist schon der? Du bist treu, lässt mich in Ruhe, hörst mir immer zu. Doch der macht einfach eine andere an, lügt und lacht dabei und kann mich ehrlich mal im Ernst, mein lieber Teddybär, was der sich denkt und sich erlaubt. Ich lieb ihn längst nicht mehr. Mein Bär, komm her zu mir, komm schnell, leih mir dein Fell, denn ich muss weinen. Außer dir liebe ich keinen. Ja, in Zeiten der Corona-Krise sind es vor allem die alten Menschen, die im Fokus unserer Aufmerksamkeit und unseres Schutzes stehen. Und ich habe mich als junger Mensch oft gewundert, wie die alten Menschen durch die Parks gehen und sich an den Händen halten und doch küssen und von denen eine Vertraulichkeit ausgeht, die ich so als junger Mensch aus meinen Lieben nicht kannte, die viel turbulenter waren als die der Alten. Und ich habe eine große Bewunderung für Menschen, die noch im hohen Alter diese innige, vertrauliche Liebe leben. Und deswegen habe ich ein Gedicht geschrieben, das heißt Alte Liebe. Die Liebe im Alter fragt nichts mehr, bekennt sich nicht mehr, fordert keine Beweise. Die Liebe im Alter knallt keine Türen mehr zu, schreit sich nicht an, zieht nicht mehr aus. Sie hat keine Pläne, macht sich keine Illusionen, träumt nicht mehr davon, wie es wäre, wenn. Die Liebe im Alter denkt nicht an die Zukunft, braucht keine Versprechen, keine Vollmondnächte. Sie hält sich im Park an den Händen und küsst sich, ohne die Augen zu schließen, kurz auf den faltigen Mund. Die Liebe im Alter birgt kein Geheimnis mehr, hat das Rätsel gelöst, Zeit für anderes. Die Liebe im Alter blickt neugierig auf die Jungen, ob sie es schaffen, so weit. Ja, einer meiner ersten Gedichte war darüber, dass ich überlegt habe, ob man die Liebe nicht einfach mathematisch lösen kann und ob das alles wirklich so kompliziert ist oder ob es nicht eigentlich eine ganz einfache Rechenaufgabe ist. Rechenaufgabe. Wenn A B liebt und B A liebt, entsteht C. Wenn A B liebt und B D liebt, entsteht ein Problem. Wenn A B liebt und B A nicht liebt, ist die Lösung von A die leere Menge. Wenn A B liebt, B aber A und D liebt, hat B die Aufgabe nicht verstanden und fällt weg.
Wenn A B liebt und B D liebt, gleichzeitig aber E A liebt und weder B A noch D B liebt, geht die Lösung gegen unendlich. Irgendwann schaltet die Vernunft den Computer aus und dieser ist froh, nichts verstanden zu haben. Ja, als Schüler habe ich natürlich mich auch mal in eine Klassenkameradin verliebt und habe der Klassenkameradin ein Gedicht geschrieben. Die Klassenkameradin war begeistert über das Gedicht und ich war ganz stolz, dass ich so ein toller Dichter bin. Habe das Gedicht meinem Lehrer gezeigt. Der Lehrer, der hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt: Ach Matthias, so ein Kitsch, lass es, mach was anderes. Gedichte schreiben ist nicht dein Ding. Dann habe ich mir gedacht: Naja, dir zeige ich es und habe dem Lehrer ein Liebesgedicht geschrieben. Und zwar ganz kompliziert mit Zitaten aus Goethe, Schiller, Kleist, weiß der Kuckuck. Ich habe nichts mehr verstanden, aber es hat sich gut gelesen. Dann habe ich es dem Lehrer gezeigt. Der Lehrer hat gesagt: Wow, Matthias, geht doch, mach weiter so. Und dann habe ich mir gedacht: Super, jetzt weiß ich habe ein gutes Gedicht geschrieben. Habe ich es dem Mädchen geschenkt. Das Mädchen hat mich mit offenen Augen angeschaut und hat gesagt: Matthias, was willst du mir jetzt damit sagen? Also, ich hatte immer das Problem, wie schreibt man ein Liebesgedicht, das sowohl literarisch einen gewissen Anspruch hat, aber auch wirklich noch als Liebesgedicht verschenkt werden kann. Und hier meine Lösung: Liebeserklärung eines modernen Dichters. Ich liebe dich, darf ich nicht dichten, weil sonst die Kritiker mich richten. Herz auf Schmerz darf ich nicht reimen, ohne lächerlich zu scheinen. Auch in deine Augen sehen wird man als banal verstehen, wird den Dichter arg beschimpfen, abfällig die Nase rümpfen. Liebste du, was soll ich schreiben? Musst du ohne Verse bleiben, weil die Zeit so dicht besessen sich hat an Liebesversen übergessen? Will ich dem Leser gut gefallen, müssen meine Verse knallen. Müssen was Besonderes sein, sonst schläft der Leser müde ein. Will ich aber dir behagen, muss ich der Dichtkunst wieder sagen, da die Liebe nicht mehr Thema sein darf im modernen Schema. O Geliebte, was für eine Zeit! Darf denn ein Dichter nicht mehr lieben? Ist es denn seine Schuld, dass die Liebe alt geblieben, die Dichtkunst aber immer Neues will? Wie soll ich dich und Dichtkunst einen ohne einen zu verneinen? Die Lage ist zwar fürchterlich, doch schreib ich trotzdem, ich liebe dich. Und dieses sei dir mein Beweis, wie sehr ich dich liebe und auf die Dichtkunst. Ja, zum Schluss möchte ich euch mit ein paar Sprüchen in die weitere Quarantäne schicken. Vielleicht gerade die Sprüche sind es, die viel Raum bieten, sie zu interpretieren, darüber nachzudenken. Man lacht nicht sofort wie bei den Witzen, sondern manchmal lacht man 10 Minuten später oder eine Viertelstunde später. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Spruch euch im Gedächtnis bleibt und wünsche euch viel Humor, Nerven, Geduld, diese Corona-Krise in den eigenen vier Wänden, mit wem auch immer, zu durchstehen. Und es gibt im Polnischen ein Sprichwort, das heißt, es gibt nichts Schlechtes, das sich nicht zum Guten wendet. Und lasst uns das mal hoffen. Ja, der erste Spruch ist auch der Titel des Buches, aus dem ich die Texte heute gelesen habe, nämlich: Keiner versteht mich, klagte das Gedicht und wurde berühmt. Rot ist die Farbe der Liebe, hast du gesagt und meine Fehler angestrichen. Je hohler man ist, desto höher steigt man. Die Ehe ist das Trampolin für Seitensprünge. Nicht jeder BH hält, was er verspricht. Eine alte Frau lief über eine rote Ampel, um rechtzeitig zum Gottesdienst zu kommen. Sie kam zu früh. Kommentar eines Menschenverachters: Meinen Senf gebe ich schon lange nicht mehr dazu. Sollen sie doch ohne ihn auskommen, die armen Würstchen. Dankeschön.